anspaziert. Ja, weil ich richtig habe. Ich möchte 9 oder 10 richtige. Ich möchte 100% haben. 100% Quote, ne? Ja. So. Ich bin 30 Jahre immer. Krass, Mann. Schafft dich. Willkommen zur dritten Runde. Hoffi und ich sind sehr, sehr motiviert und sind guter Dinge, das Ding zu gewinnen. Nochmal zu den Regeln. Weißes Hütchen bin ich, blaues Hütchen ist Hoffi und wir rocken das Ding jetzt. Genau, auf geht's. Ja, dann legen wir doch mal los. Die Motivation ist schon mal da. Wer steht morgens früher auf? Ja, das ist der erste Punkt. Let's go! Let's go, Mann! So. Wer braucht länger im Bad von euch beiden? Boah, Digga. Denk kurz bitte nach, was ich immer im Bad morgens mache und was du machst. Ja, ich überlege. Hat was mit dem Frühstücken zu tun, deswegen ist es für mich dann ganz klar. Ja, für mich auch. Ah, ist das Manipulation? Das ist auf jeden Fall der zweite Punkt. Ich finde, das war nur ein bisschen diskutiert, mehr war es gar nicht. Genau. Ist okay, geht durch. Bleiben wir beim Badezimmer. Wer kümmert sich denn um die Spinne im Badezimmer, wenn ihr dort eine haben solltet? Boah, das ist eine knifflige Frage. Hältst du schon hoch? Nee, noch nicht. Überleg gerade noch. Ich weiß ja nicht, inwiefern du Angst hast vor Spinnen. Ja, das ist der dritte Punkt. Stark, Junge. Jetzt glaube ich, habe nämlich Angst vor Spinnen. Nur das weißt du, glaube ich, noch nicht. Nee, wusste ich noch nicht, aber es war mir klar, dass ich die Spinne wegmache. Ja, ja, ja. Wer ist als erstes am Buffet? Darf ich dazu was sagen oder sollen wir hochhalten? Im Idealfall hochhalten. Was sagen könnte, ja, das seid ihr euch einig. Vierter Punkt. Ja. Wir sind gleichzeitig am Buffet, aber er steht immer vor mir. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, ihr kommt ja immer gleichzeitig, das ist ja bei den Zimmern generell so üblich. Genau, gut nachgedacht, Kumpel. Wer ist denn länger bei den Physios? Auch da seid ihr euch einig. Wahnsinn. Das 5 von 5. Liegt am Alter. Wer vergisst häufiger seine Zimmerkarte? Auch da seid ihr euch einig. Let's go, bitte, ich nicht so schnell machen. Wir haben 6 von 6, ich bin ein bisschen nervös. Was habt ihr da für eine Geschichte zu? Hoffi nimmt seine gar nicht mehr mit. Weil meine auch teilweise gar nicht funktioniert. Deswegen lasse ich meine einfach im Zimmer und ernte die mit. Ganz genau. Du hast deine auch entwertet, weil du sie am Handy hattest, oder? Ja, genau, richtig, ja. Das ist mir gestern auch schon passiert. Hoffi, nochmal jetzt konzentrieren. Geil, auf geht's, jetzt heiße Phase. Ja, 6 von 6 Punkten. Es wird spannend. Wer verbringt mehr Zeit auf dem Zimmer? Ja. Denk kurz nach, ist auch eigentlich ganz klar. Ja, ich weiß. 7 von 7. Let's go. Let's go, Mann. Wer sammelt mehr Schritte im Trainingslager? Das ist eine knifflige Frage. Ja. Zählt. Boah. Die Frage ist super, wow. Die ist super und super schwer. Wer mehr Schritte im Trainingslager macht? Boah, das könnt's. Auch da seid ihr euch einig. Ja, Mann! Eigentlich so vom Spiel her läufst du immer mehr als ich, ja, weil ich werde auch immer früher ausgewechselt, weil ich nicht mehr kann. Aber durch die Spaziergänge abends, wir sind einfach verrückt. Wir denken einfach gut mit, ne? Ja, jetzt geht's um den 9. Punkt. Wenn ihr da jetzt richtig liegt, dann habt ihr schon gewonnen. Es gibt natürlich trotzdem die 10. Frage später noch. Wer von euch spricht besser Spanisch? Da seid ihr euch einig. Ja, da haben wir uns vorher drüber unterhalten, ne? Kumpel, ehrlich jetzt. Habt ihr euch darauf vorbereitet, auf das Duell? Nee, überhaupt gar nicht. Es ging um was Privates und da... Richtig, ich möchte aber auch gar nicht mehr auf die Frage weiter eingehen. Aber, sind wir uns einig. Hattest du Spanisch in der Schule, oder? Anderweitig. Mir wurde es beigebracht, sagen wir es mal so. Alles klar, ich frage da jetzt mal nicht weiter hinterher. Wer von euch wäre der bessere Trainer? Das ist auch die letzte Frage. Jetzt könnt ihr noch 10 von 10 voll machen. Ja, muss ich ganz klar so gehen. Du überlegst doch gerade nicht, oder? 10 von 10. Ja, Mann! Gut, Mann. Verdient war mal, ne? Ja, an alle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Zur wichtigsten Folge natürlich, zur Gewinnerfolge. Wir wünschen euch alles Gute. Lasst uns gerne wissen in den Kommentaren, falls wir was Cooles für euch machen können. Und wir wünschen euch nur das Beste. Perfekt. Vielen Dank. Und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön.